Herzlich willkommen und vielen Dank, Frau Julia Habiger-Brause, für die einleitenden Töne Ihr Musikstück. Vielen Dank. Sehr verehrte Frau Ministerin, Professor Dr. Jana Ranka, liebe Helga Bente, verehrte Frau Monika Purwin, so wie ich Sie gerade besitzen, da haben Sie sich hingesetzt, von der Diakonie im Haus am Lechtenbrink. Herzlich willkommen, lieber Frank Treschnack vom Verein Wellmer Mühle und sehr geehrter Herrn Ralf Kretschmann und Ludewig vom DRK Kreisverband Osnabrück-Stadt. Herzlich willkommen, liebe Gäste, liebe Nachbarn, liebe Freunde des heute zu ehrenden Joachim Gerd Willi Bente, so heißt es formal, habe ich mal nachgeguckt. Also vor allem, lieber Jochen, herzlich willkommen, ich begrüße alle Sie und euch und dich hier im Rathaus in Wellen, unserem Ratssitzungssaal, wo normalerweise Entscheidungen getroffen werden und gelegentlich auch festliche, wichtige Veranstaltungen stattfinden. Ja, Frau Habiger-Brause habe ich schon begrüßt und ich begrüße auch Herrn Horst Freuzer von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der heute über diesen Festakt, dieses Ereignis berichten wird. Die schönste Zeit im Leben sind die kleinen Momente, in denen du spürst, du bist am richtigen Zeit, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und so einen Moment empfinde ich jetzt auch. Es ist ein wunderschöner Sonnabend und es ist ein wunderschönes Ereignis. Und es kommt nicht alle Tage vor, dass hier im Wellmer Rathaus jemand für seine Verdienste eine besondere Würdigung von oberster oder oberer staatlicher Stelle bekommt. Der Gemeinderat ehrt jährlich Wellmer Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren. Und das sind, Gottlob, eine stattliche Anzahl von Menschen. Auch vergeben wir die Wellmer Bürgermedaille oder Wellmer Ehrenmedaille für besonders langjährige Tätigkeiten im Vereinsleben oder im sozialen Bereich. Ja, wir haben sogar einen Ehrenbürger in Wellen. Sie kennen ihn alle, Herrn Pastor Heinrich Kreuzjans. Es war jedoch jeweils ein besonderer und seltener Anlass, wenn in größeren Abständen gelegentlich jemand eine Ehrung vom Bundespräsidenten erhalten hat. Das kommt schon recht selten vor. Eine Medaille für vorbildliche Verdienste um den Nächsten ist in Wellen noch nie verliehen worden. Aber wie sagt man so trefflich? Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens. Ich freue mich deshalb ganz besonders darüber, dass Sie, Frau verehrte Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Frau Professor Dr. Jana Ranka, in Vertretung und im Auftrag des niedersächsischen Ministerpräsidenten David McAllister heute zu uns nach Wellen gekommen sind, um diese Ehrung vorzunehmen. Nach einem weiteren Musikvortrag darf ich Sie dann bitten, diese Ehrung vorzunehmen. Thank you.
verehrte Familie, Freunde, Wegbegleiter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mir ist es eine sehr große Freude und ich darf das zum ersten Mal machen. Der Ministerpräsident hat mich schon mehrfach gebeten, Bundesverdienstkreuze aushändigen zu dürfen, aber das allererste Mal diese Medaille. Also für mich ist es auch ein schöner, ungewöhnlicher Anlass. Und ich freue mich, dass ich heute einen engagierten Freund der Menschen, Freund der Kultur und natürlich in sehr starkem Maße der Berliner Mühle auszeichnen darf. Ich darf Ihnen im Auftrag des niedersächsischen Ministerpräsidenten David McAllister die Medaille, sie heißt für vorbildliche Verdienste am nächsten, aushändigen zu dürfen. Bevor ich Ihnen diese Medaille überreiche, natürlich etwas zu dem, warum Sie diese Medaille bekommen. Sie engagieren sich seit fast 40 Jahren im sozialen Bereich und auch im kulturellen Bereich. Sie wurden schon 1973 Mitglied des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Osnabrück-Stadt, und absolvierten zahlreiche Ausbildungen bis zum Zugführer. 1978 wurden sie stellvertretender Kreisbereitschaftsführer und 1986 stellvertretender Rotkreuzbeauftragter. Sie haben zwischen 1990 und 2012 an insgesamt 14 Hilfsgütertransporten ins Ausland teilgenommen. Das ist keine einfache Aufgabe, aber ich glaube, es ist etwas, was einem Erfahrung sehr viel reicher macht, wo man eigentlich diejenigen bedauert, die nicht diese Erfahrung machen können, weil man dort erlebt, dass man Menschen wirklich helfen kann, dass diese Hilfe auch anerkannt wird, dass sie geschätzt wird, dass man was Gutes macht, was Wichtiges im Leben macht. Außerdem engagieren sie sich seit 2002 im Haus am Leichtenring der Diakonie in Issendorf für die Bewohner, für die älteren Bewohner und gehören dem Vorstand der Einrichtung an. Und nun zu dem, was insbesondere mit ihrem Namen verbunden ist, mit der Mühle. Sie waren 1995 Gründungsmitglied des Kulturvereins Berliner Mühle e.V. und haben begonnen, die Aufgabe des ehrenamtlichen Mühlenmarkts zu übernehmen. Sie haben sich also einerseits dafür eingesetzt, das war wahrscheinlich der erste Schritt, dass diese Mühle erhalten bleibt, in einen entsprechenden Zustand gebracht wird, aber auch dafür engagiert, die entsprechende Mühlentechnik, dass sie betreibbar ist, dass sie vorzeigbar ist und neben der originären Aufgabe Mühle erhalten, Mühlentechnik, dann auch diesen Ort zu nutzen für Kulturveranstaltungen, Kunstausstellungen, um es einfach diesen Ort für Bürger zugänglich zu machen. Sie demonstrieren die Mühlentechnik, natürlich am Deutschen Mühlentag, aber auch an anderen Tagen, auf Anfrage von Gruppen, Kindergärten, Schulen. Und ich glaube, das, was sie dort vermitteln, dass vor allem Kinder und Jugendliche in Zusammenarbeit mit einem Biohof und mit einer Bäckerei erleben können, wie die Entstehungsgeschichte des Brotes ist, das kommt uns, jetzt sage ich mal uns, ältere Generation, als etwas Normales vor. Ich erlebe es immer wieder, dass heutzutage die Entfernung von diesen ganz normalen Prozessen, gerade bei Kindern und Jugendlichen, sehr groß ist. Und ihnen zu vermitteln, welche Arbeit darin steckt, wie es funktioniert, wie es dann zu dem Brot kommt. Ich glaube, wenn man das gut macht, dann ist das eine Erfahrung für das ganze Leben, dass die Kinder eben Achtung haben vor denjenigen, die diese Lebensmittel herstellen, aber eben auch Respekt und das, was bei uns immer klar war, man wirft keine Lebensmittel weg, vor allen Dingen kein Brot. Das ist etwas, das muss man vermitteln und das können sie dadurch, dass sie den Kindern zeigen, wie es geschieht, wie mühevoll es ist. Und auch natürlich, wie das vor Jahrhunderten war, all das, was interessant ist in dem Zusammenhang. Und ich denke, das ist einerseits die Vermittlung von altem Handwerk, von Handwerkstraditionen, aber eben auch im letztgenannten Wertschätzung und damit auch Identifikation. Identifikation mit der Heimat, mit dem, wie die Mühlen betrieben wurden und wie es eben heute unter Umständen ist. Und das ist auch ein Stück, und nun sagte ich Freund der Kultur, das ist ein Stück Pflege von regionaler Kultur. Und dann haben sie etwas gemacht, was ich verblüffend finde. Sie haben, um das richtig und ordentlich zu machen, man kann sich ja viel anlesen, 2006 freiwillig eine Ausbildung zum Müller vor der Prüfungskommission des Verbandes der Wind- und Wassermühlen in Niedersachsen und Bremen abgelegt. Und das ist ja ein starkes Stück, dass man sich sogar so weit hineinbegibt, dass man eine richtige Prüfung dafür ablegt. Kultur lebt immer von einem Miteinander, von Gemeinsamkeit, von Traditionspflege, von Professionalität auf der einen Seite, aber eben auch von bürgerschaftlichem Engagement. Und ohne ehrenamtliches Engagement wäre ganz viel im Kulturbereich
oder im Zusammenleben größer gefasster Menschen in Niedersachsen nicht möglich. Oftmals wird gedacht oder gesagt, ehrenamtliches Engagement, das ist ein Stück Kompensation für mangelnde staatliche Gelder. Das kann im schlimmen Fall mal so sein in der Gemeinde oder an einer anderen Stelle, aber ehrenamtliches Engagement ist unverzichtbar. Und ich will mal ein Beispiel nennen, um zu demonstrieren, dass es nichts mit Geld zu tun hat und dass es der Staat auch nicht leisten könnte. Wenn ich zum Beispiel an die ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger denke, auch wenn wir unser Landesamt, niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, wenn wir das verdoppeln würden von der Zahl der Personen, die dort tätig sind, oder verdreifachen, die könnten nicht das leisten, was die Hunderte und Tausende von ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegern leisten. Weil die wissen in ihrer Kommune, in ihrem Dorf vieles über die Ortsgeschichte. Sie wissen, wo sind Erhebungen, wo könnte eventuell etwas sein. Sie beobachten die Umgebung. Das sind Dinge, die kann man überhaupt nicht von oben herab von einer Institution leisten lassen. Und so ist es an vieler Stelle. Das heißt, wir brauchen ehrenamtliches Engagement. Und dann ist natürlich die Frage, wie gut ist denn Niedersachsen in dem Bereich? Vergleiche sind ja immer gut. Und wir hatten im letzten Jahr eine große Untersuchung bundesweit über ehrenamtliches Engagement. Und da sind drei Bundesländer am besten. Und ich würde das nicht sagen, wenn ich Niedersachsen dabei ist. Klar. Es ist Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Da sind die meisten Menschen ehrenamtlich engagiert im Vergleich aller Bundesländer. Das sind ungefähr in Niedersachsen 41% aller im Alter ab 16 aufwärts. Und was sehr schön ist, wir klagen ja oft darüber, junge Leute können wir schwer erreichen oder nicht immer so erreichen, wie wir es uns wünschen. In den letzten 10 Jahren, diese Untersuchung erstreckte sich über 10 Jahre, hat auch das ehrenamtliche Engagement, also der Anteil der Jugendlichen, die sich engagieren, zugenommen. Und vielleicht noch etwas, was man hier an dieser Stelle mal sagen kann. Sie wissen ja, und ich darf das manchmal auf Bundesebene mit vorstellen und Pressekonferenzen, egal welche Leistungsvergleiche wir im schulischen Bereich nehmen, also ob nur Deutsch oder Englisch oder Naturwissenschaften oder anderes, die Mädchen sind immer besser. Manchmal ist ein ganzes Jahr Unterschied zu den Leistungen im Niederwald, aber in diesem Bereich des ehrenamtlichen Engagements in Niedersachsen sind die Männer besser. Das ist vielleicht auch mal schön. Und es sind vor allem die jungen Männer bis 30, sehr oft dann auch Sportvereine, hier ist ja nicht nur Kultur, ehrenamtliches Engagement ist ja vielfältig sozial, und dann diejenigen über 60. Und ich glaube, über ein solches Resultat kann man sich freuen. Das ist aber getragen davon, dass viele Menschen ehrenamtlich tätig sind. Und Herr Bente wird sicher etwas dazu sagen, aber ich denke, ehrenamtliches Engagement ist auch immer für einen selbst ganz wichtig. Dass man dazugehört, dass man eingebunden ist, dass man Erfolgserlebnisse hat. Es ist also ein Geben und Nehmen und keine Angelegenheit, die nur einseitig ist. Und vielleicht noch, wenn ich das hier in dieser Runde machen darf, ein persönliches Wort. Wir kennen uns ja nicht bis jetzt. Guter Freunde von Ihnen, die haben mir geschrieben, um zu erklären, dass Sie heute nicht dabei sind. Herr Heimer und Frau Iris Feldhaus, und die haben sehr schön in ihrem Brief gesagt, ich zitiere, Sie und auch Ihre Frau Helga Bente setzen sich immer wieder vorbildlich im sozialen Umfeld ein, auch über die Grenzen der Gemeinde Bern hinaus. Zitat, jetzt kommt das Zitat. Keine Hürde sei Ihnen zu hoch, kein Weg zu weit. Sie sagen einfach, das machen wir und tun es dann auch, selbst weil es um das Verteilen selbstgemachter Marmelade geht. Ich sammle Marmelade, also ich koche immer so viel. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Medaille wird verliehen für vorbildliche Verdienste am nächsten. Und diese Medaille heute, die ich Ihnen überreichen darf, Herr Bente, ist Dank, ist Wertschätzung und ist Anerkennung des Landes Niedersachsen. Ich darf Ihnen dazu auch im Namen des Ministerpräsidenten ganz, ganz herzlich gratulieren und möchte Sie nun bitten, zu mir zu kommen, um die Urkunde zu verlesen und die Medaille zu überreichen. Verleihungsurkunde. In Anerkennung seiner ehrenamtlichen Leistung verleihe ich Herrn Joachim Bente, Bellen, die Medaille für vorbildliche Verdienste um den nächsten Hannover den 28. Juni, unterschrieben vom niedersächsischen Ministerpräsidenten David McAllister. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Wahrscheinlich nicht gleich hier.
zum Zeichen, dass er die Medaille hat, wie dieser Anstecker für das Knopfloch, den man dann anpassen muss. Ganz herzlichen Glückwunsch. Die Gemeinde Bellen gratuliert auch ganz herzlich. Herzlichen Glückwunsch und herzliches Dankeschön für deine viele Arbeit und dein vieles Engagement. Lieber Strauß, wie auch gleichsam für Helga, ja. Denn für jeder Fang, ja. Die Frau, nur die Frau, die dahinter steht, ohne ja. Helga geht es. Auf jeden Fall. Und ich versuche jetzt doch ja. mal, ja. Ohne, oh, ja. ohne sie zu schädigen. Okay. Also, ja. Ja. Super, super. Ich kann auch sehen. Ja, ja, ja. Alle zusammen was stehen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, da kommst du wieder dazu. Mach oder auch die Mutsprache. Ich komme zu Bern. Ja. Ist das Boden? Okay. Ja, einmal ja. Ja. Ja, und hier. Ja, das ist aber nicht vorher. Ja, ja, ja. Ja, ja. Da bist du schön. Ja, 17 Uhr, ne? Ja, heute? Da bist du doch, ne? Ja. Wollen wir was? Ich werde vielleicht ein bisschen später. Ja, verehrte Frau Ministerin, Frau Dr. Professor Banker, verehrte Gäste, im Einzelnen wurde ja von Frau Ministerin schon genannt, wer hier ist. Und ich denke, es bezieht sich auch von meiner Seite her ein paar Worte zu so einer gewaltigen Begebenheit zu sagen. Ja, es wurde ja schon einiges angedeutet. Ehrenamtlichkeit, wie kommt es dazu, warum macht man so etwas überhaupt? Und ich habe mal so ein bisschen in die Geschichte, meine persönliche Geschichte, zurückgegriffen. Ich will nun keinen 5-Jahres-Plan mit einem Vortrag machen, aber so ein bisschen zurückgegriffen, wann fängt es bei mir eigentlich an, für Menschen etwas zu tun. Und das war in meiner Schulzeit, Mitte der 50er Jahre. Und ich habe mal meine alte Urkunde rausgeholt und ich bin 1957 als Schülerlotse tätig gewesen. Und dort ebenfalls mit einer Ehrenurkunde mal geehrt. Und da fing das an, mich zu engagieren, insgesamt gesehen. Ich war Klassensprecher bei den weiteren Schuljahren, wo mein Sohn zur Schule ging, Schulelternrat, Klassenelternrat. Es hat sich also wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen, für Menschen etwas zu tun. Dann kam die Zeit des Roten Kreuzes und ich denke, das war an und für sich so eine Sache, das mich immer weiter beflügelt hat, letztendlich in anderen Bereichen auch tätig zu werden. Und ich habe einen Spruch bei uns an unserer Wellenstraße, den haben wir mal mit einer Nachbarin, Frau Feldhaus, entworfen. Das ist ein Zitat oder dies und jenes sagt man ja heute, um nicht irgendwo fremde Sachen aufzunehmen, so sage ich das, wie das im fachlichen Bereich ist. Zitat Anfang, ich, du, wir. Jeder gewinnt in Gemeinschaft. Zitat Ende. Und ich denke mal, das ist ein Spruch, der sich auch bei mir ein wenig eingeprägt hat. Wenn man über die Jahre hinausschaut, muss ich mich natürlich auch bei unserem Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Osnabrück-Stadt bedanken, bei Herrn Gretzmann, der es immer wieder mit ermöglicht hat, dass wir die Auslandsfahrt machen konnten, denn dazu bedarf es Genehmigungen, dazu bedarf es viel Vorarbeit und auch die Rot-Kreuz-Kameraden haben mich hier hinsichtlich sehr auch mit unterstützt
Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Denn ich gehe davon aus, wir haben ja heute Sonnenschein, es ist ein hervorragender Samstag. Und wie ich immer so schön sage, wir hier stehen auf der Sonnenseite des Lebens. Ich persönlich mit meiner Familie auch. Und warum sollte man nicht von der Sonnenseite auch etwas abgeben? Sehr wohl, muss ich auch sagen, dass alleine, ich sage es eben schon, in Gemeinschaft sind wir stark. Kein Mensch, was etwas alleine machen kann. Und hier möchte ich besonders erwähnen, wenn ich diese Jahre zurückdenke, ohne meine Frau, meine Familie, hätte ich das auch nicht machen können. Wir fahren mal eben nach Rumänien, wir fahren mal eben nach Jugoslawien. Und das sind solche Sachen. Und wenn ich Jugoslawien betrachte, nachhinein betrachte, war es gar nicht so ungefährlich. Man sagt ja heute Kroatien oder Serbien, aber ich sage immer noch Jugoslawien, gesamt Jugoslawien, wo wir damals gewesen sind nach dem Krieg. Wir sind schon durch Minenfelder gefahren und nachhinein überlegt man sich nochmal, so ungefährlich war es ja nun mal gar nicht. Und trotzdem haben wir insgesamt gesehen, ob es Rumänien war, Jugoslawien oder Polen oder Litauen, immer wieder Freundschaften geknüpft, die bis heute bestehen und ich denke mal auch weiter bestehen werden. Wir können also immer als Freunde, als Völkerverständigungsmenschen im Namen der Menschen des Roten Kreuzes auch dort hinkommen. Ja, dann habe ich die Belmer Mühle. Ich bin ein Mann der Technik von Hause aus und liebe alte Technik. Mein Freund Frank Kreschner, erster Vorsitzender, bestätigt das. Wir beiden fahren Oldtimer, wir haben alte Autos. Wir liegen zu Schrauben unterm Auto und das hat mich mitbeflügelt, als ehemaliger Kfz-Mechaniker doch alte Technik wieder instand zu setzen. Und wie Sie, Frau Ministerin, schon treffend gesagt haben, gerade die Leute liegen mir am Herz in der Mühle, die jungen Leute. Nicht nur für jung da, auch für alt da, komme ich gleich dazu sprechen. Die jungen Leute, das ist immer sehr interessant, Sie haben es treffend gesagt, ich will es nicht weiter groß ausbreiten, die Wertigkeit der Nahrungsmittel heute. Wir sind in einer Zeit groß geworden, wo es nicht viel gab. Wir mussten sparen und das letzte Brot wurde nochmal aufgetrocknet und gegessen. Die Kinder, die zu mir kommen, die Jugendlichen, Kindergartenkinder, Grundschulkinder, sind richtig begeistert, wenn sie sehen, wie Korn zu Mehl gemahlen wird, wie ich dann erkläre, dass das fertige Brot nicht unbedingt vom Supermarkt kommt, sondern durch handwerkliche Bäckereien hergestellt wird. Und da haben wir das riesengroße Glück bei uns hier in Belm. Wir haben einen Biohof, wir haben eine Bäckerei und wir haben die Mühle. Ich habe auch die Senior-Bäcker-Menschen eingeladen, Marlies und Jürgen, wo ich auch Jahre mit zusammengearbeitet habe und auch sehr viel von gelernt habe, hinsichtlich backmäßig. 13 Jahre habe ich nebenbei so ein bisschen bei euch gearbeitet. Und da holt man ja auch nicht immer durch. Und das ist also sehr gut und so ist die Wertigkeit der Lebensmittel durch meine Tätigkeit hier in dieser unserer Belmer Mühle doch sehr hoch angesiedelt. Und ich meine, das muss man machen. Ja, durch besondere Begebenheiten bin ich in das Haus am Lechtenbrink gekommen. Das ist ein Alten- und Seniorenheim. Die Tante meiner Frau war dort zur Pflege viele Jahre lang und wir haben dann vor Jahren gegründet mit der ersten Vorsitzenden Frau Bovin, die auch anwesend ist hier, und um dem Haus zu helfen. Und ich denke, auch hier haben wir vieles hingebracht. Wir haben Türmittel gebaut, wir haben jetzt einen Brunnen fertig als Plätscherbrunnen für Demenzkranke, wir haben für Demenzkranke einen Garten gebaut, wir haben selber Hand angelegt vom Förderverein und ja, die Schaufel in die Hand genommen und etwas getan. Und naja, ich sag manchmal so, man tut es ja nicht nur für die anderen, vielleicht sind wir ja auch selber mal da. Und dann haben wir schon mal vorbereitet, dass wir uns da mal so ein bisschen etablieren können. So könnte das ja auch mal aussehen. Und ich hoffe ja, dass wir als alte Menschen dann auch so versorgt werden, wie wir es heute auch tun. Wir haben nächste Woche wieder so eine kleine Bereitschaft, meine Frau hilft mir dann immer. Und Patientenbegleitung, die ich sehr gerne mache, ruft mich an, kannst du eben kommen, kannst du dies, kannst du jenes, jawohl, machen wir.
Und wie ich das so beim Roten Kreuz auch sehe, führt man nicht mehr unter irgendwie Bereitschaft oder Sanitäter oder wie auch immer. Bei mir auf der Liste steht ZBV zur besonderen Verwendung. Ja. Und wenn hier in Osnabrück Bomben entschärft werden, sind wir auch mit die Ersten, die dort arbeiten müssen. Und hier möchte ich auch meine Frau mit erwähnen, die uns sehr gut hilft, auch in der Bereitschaft, in der Küche. Und wenn ich nächstes Jahr 70 werde, werde ich es dann noch bei der Mitgliederversammlung unterbreiten, Ralf, dass ich dann noch drei große Sanitätsdienste mache bis zum Frühjahr und mich dann in die Küche, in die Verpflegung zurückbewege. Ich werde also immer aktiv bleiben, solange die Gesundheit des da ist. Besonders möchte ich an sich noch erwähnen, durch Zufall ist meine Tante und mein Cousin aus England hier. Familie Mitchell, die am Montagnachmittag wieder abreisen. Sie besucht mich einmal im Jahr und mit ihrem Sohn Stefan. Und da habe ich gedacht, das ist natürlich auch die Gelegenheit, sie hier mit einzuladen. Und meine Tante wird dieses Jahr 88 Jahre und sie kommt jedes Jahr noch einmal nach Deutschland. Ja, das ist auch sehr nett, dass ihr hier auch gekommen seid zu diesem kleinen Festakt. So, damit soll es dann auch gut sein. Ich weiß, einige kennen das, wenn ich anfange zu reden. Ich wurde 30 Jahre fürs Reden bezahlt, höre nicht auf, aber jetzt höre ich auf. Wir haben einen kleinen Imbiss vorbereitet. Zu passender Gelegenheit, ich weiß ja, ob gleich noch ein kleines Boutique bekommt. Danach werden wir uns zu einem kleinen Imbiss bewegen und den meine Frau und ich heute Morgen fertig gemacht haben. Und ich denke mal, ein kleines Gläschen dazu trinken in einer kleinen geselligen Runde, wie wir hier sind. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, für euer Kommen und wünsche uns noch alles Gute für die zukünftige Zeit, dass wir viele Jahre in Gesundheit und Frieden und Freiheit zusammenarbeiten können. Danke.